Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kommentar: Der Staat muss Stärke zeigen. Von Ernst Elitz. Die Mahnwache vor dem Brandenburger Tor wird Geschichte schreiben. Muslime, Juden, Christen setzten das Zeichen, dass wir uns gemeinsam gegen den mörderischen Terror wehren. Das Bekenntnis von Berlin muss zugleich Anfang sein für eine Politik, die uns die Angst vor den Taten skrupelloser Islamisten nimmt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, gebietet unser Grundgesetz. In Würde kann der Mensch nur leben, wenn der Staat ihn schützt. Jahrelang wurde Sicherheit in Deutschland weggespart. Doch wer Terroristen rund um die Uhr bewachen will, der braucht Polizisten mehr als jetzt. Jahrelang reisten selbsternannte Krieger mit ihrem Personalausweis zwischen Deutschland und den Terrorcamps hin und her. Heute will das Bundeskabinett den Grundstein legen, dass das künftig nicht mehr passiert. Es ist wichtig, dass der Staat jetzt Stärke zeigt. Nur Bürger, die sich sicher fühlen, können gute Demokraten sein. Von Wagner, liebe überlebende Charlie Hebdo-Zeichner. Euer erstes Heft nach dem Massaker in eurer Redaktion ist am Kiosk. Auf dem Cover war ein Mohammed, in dessen und Allahs Namen eure Kollegen ermordet wurden. Er hält das Schild Jesus Charlie in seinen Händen. Eine große Träne tropft aus Mohammeds Augen. Die Schlagzeile Tu est pardon, alles ist vergeben. Man muss sich das einmal vorstellen. Da sitzt ein Rest einer Reaktion zusammen. Alle, die sonst dabei waren, sind tot. Und dieser Rest der Redaktion sucht eine Titelstory zu finden. Man muss sich das vorstellen, wie die Tränen in ihren Gedanken fließen. Heute ist Charlie Hebdo am Kiosk. Die Titelgeschichte ist großartig. Mohammed weint. Es ist Sarkasmus, es ist beißender Spott. Die Zeichner schlagen zurück. Ihr Cover ist genial. Sie lachen über den Tod. Sie verspotten die Mörder. Herzlichst ihr, Franz Josef Wagner.